Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht fragt ihr euch, was ist das hier für ein Video? Das verrate ich euch gerne. Oder ihr guckt einfach in den Titel, dann wisst ihr es schon. Seit wann wohne ich nicht mehr zu Hause? Ich bin vor ein paar Monaten auf jeden Fall ausgezogen und wohne jetzt ohne meine Eltern, aber nicht alleine, nämlich in einer WG. Ich würde es euch hier ja gern zeigen, aber es ist sehr unordentlich, also lieber nicht. Und deswegen wollte ich euch zeigen, weil das auch manche von euch gefragt haben, mein Zimmer. Das hier ist mein Zimmer. Ich würde sagen, schneiden wir nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Jo. Ja, okay, komm mit. Wollt ihr auch mal kommen, oder? So, willkommen in meiner Bude. Es ist ehrlich gesagt nichts Besonderes, also es ist ein ganz normales Zimmer. Ich wollte es euch vorher nicht zeigen, weil ich irgendwie nicht so zufrieden damit war, aber falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich letzte Woche ein paar neue Möbel gekauft habe und jetzt bin ich ganz zufrieden mit meinem Zimmer und jetzt kann ich es euch auch zeigen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Das hier ist meine Tür. Die ist aus Holz. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach hier rum, ne? Mhm. So, fangen wir hiermit an. Das habe ich mir hier nämlich aufgehängt, weil ich finde das ganz cool, so für Ketten und hier sind auch noch Armbänder und so drauf. Ich habe ja nicht super viel Schmuck, aber so ein bisschen was und ich finde, das ist voll die coole Aufbewahrungsmöglichkeit. Oh, voll. Ja, ist so, ne? Ja. Selbst Jungs finden das schön. Also hier unten habe ich so ein paar Schulsachen, das ist aber nicht so interessant, glaube ich. Hier habe ich eine coole Box. Hier habe ich eine coole Box, da sind auch richtig schöne Bilder von mir, falls du einmal zeigen möchtest. So sah ich früher aus. Und ich hatte immer diese komischen Zöpfe. Du siehst richtig sauer aus. Ja, weil ich immer solche Zöpfe tragen musste. Die habe ich irgendwann mal von meiner Tante bekommen, ich weiß nicht mehr wann, sorry. Und hier ist eigentlich nichts Besonderes, sind so ein bisschen Krimskrams, ne? So, dann habe ich hier eine geile Kommode und hier muss ich euch auf jeden Fall mein Lieblingsabteil zeigen. Ich bunker hier nämlich ab, also eigentlich immer so ein bisschen Essen, denn, meine Freunde, es ist ein bisschen anstrengend in der WG zu leben, vor allem mit Jungs. Es ist schon öfters passiert, dass meine Sachen aufgegessen wurden, deswegen habe ich mir überlegt, bunkere ich hier einfach die wichtigsten Sachen, sowas wie Nutella oder Cinny Minis. Hier kommen wir zu meinem anderen Schmuckstück. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr einen Adventskalender habt. Ich habe nämlich einen. Hier sind Beauty-Sachen drin. Wisst ihr, was gestern drin war? Ein Schlüsselanhänger. Wow. Aber ich habe auf jeden Fall hier noch immer so ein paar Lichterketten und so, weil ich bin wirklich ein Lichterketten-Fan. Ich liebe Lichterketten und Deko. Hier habe ich mein Parfüm und sowas und so Bodyspray, was ich echt irgendwie nicht so oft benutze. Keine Ahnung, ich rieche einfach schon so voll gut. Warum lachst du? Ja, und hier habe ich auf jeden Fall so ab und zu mal solche Bilder stehen. Die habe ich nämlich selbst gemacht. Ich bin richtig stolz darauf. Findest du schön? Also nein, okay. Doch. Hier habe ich meine echte Pflanze. Orchideen sind übrigens meine Lieblingspflanzen. Könnt ihr euch gerne merken. Ich meine eigentlich nur dich, Hans. Falls ich weiß das schon. Schenken willst. Aber nee, will ich nicht. Danke. Okay. Hier habe ich meinen Schmuck. Ich habe echt nicht viel Schmuck. Hier sind so Ohrringe und sowas. Oh, da bin ich. Oh. Leute, wisst ihr, was mir letztens passiert ist? Kurz Storytime. Das hier sind meine Lieblingsohrringe. Sieht man sie? Man sieht sie. Ich hatte sie ganz normal an. Ich bin nach Hause gekommen, wollte meinen Schmuck ausziehen. Und mir fällt auf, ich habe nur noch einen Ohrring drin gehabt. Der hier war einfach weg. Und ich habe ihn bis heute nicht wiedergefunden. Ich habe den irgendwo in der Bahn oder keine Ahnung wo verloren. Und seitdem bin ich traurig. Ja, ist doch scheiße. Hier ist meine Unterwäsche drin. Das dürft ihr nicht sehen. Ach ja, hier sind meine Skisachen drin. Denn wir fahren in ein paar Wochen in den Skiurlaub. Maschallah. Und die verbrauchen so viel Platz. Ich brauche ein extra Dingstens für die. Was soll sowas? Okay, kommen wir weiter zu meinem Lieblingsplatz. Mein Bett. Hier ist auch einer meiner Lieblingskuscheltiere. Der ist leider nicht immer hier, der ist nur zu Besuch. Weil er mir gehört. Ja, das ist Techno. Sagt Hi zu Techno. Hi Techno. Aber das hier ist immer noch der beste. Sorry Techno. Hey! Film weiter, ich hab dich bezahlt. Ich bin 19 Jahre alt und schlafe immer noch mit einem Teddybär. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so seid, ich weiß nicht. Okay, ja, zum Bett muss ich glaube ich nicht mehr sagen. Hier habe ich eine Kommode. Oh mein Gott, ich muss euch was erzählen. Du weißt, was jetzt kommt. Natürlich weiß ich, was jetzt kommt. Diese Kommoden haben wir zum Beispiel auch neu gekauft, diese Nachttische. Also es sind so richtig billige, ich brauchte einfach nur irgendwelche. Der hier, sieht man ja, ist ganz normal geworden. Okay, hier ist ein bisschen locker, aber das ging nicht fester. Ich muss dazu noch sagen, Entschuldigung.
Ich habe die beide, also ich habe zwei davon, selber aufgebaut. Also eigentlich fast komplett selber, oder? Kann man so sagen, ne? Also ich habe das aufgebaut. Nicht, dass ihr jetzt sagt, ich war nichts gemacht. Also das war wirklich das Erste, was ich aufgebaut habe. Deswegen war ich richtig stolz auf mich. Aber der Fail kommt jetzt. Das hier ist nämlich die andere. Das andere. Und ihr seht hier vielleicht schon, ich habe es hier ein bisschen gefailt. Also eigentlich müsste das die Rückseite sein. Und man kann das jetzt auch nicht mehr ändern, weil ich das schon festgenagelt habe. Das war gar nichts. Aber gib doch zu, das sieht doch auch gut aus, oder? Ja, hat nix. Hier habe ich noch ein bisschen Deko, das finde ich auch voll schön. Gegenüber von meinem Bett habe ich meinen Fernseher. Er brennt! Oh, sorry. Ich weiß nicht warum, immer wenn ich eine Roomtour oder irgendwelche Videos mache, habe ich diesen Kamin im Hintergrund. Aber ich finde das irgendwie schön, das ist doch gemütlich, oder? Ich finde es echt schön. Ja, hier habe ich auch wieder... Halt mal so deine Hände hin, als würdest du dich wärmen. Sieht voll echt aus. Hier ist meine Selena Gomez. Die kennt ihr wahrscheinlich schon aus ganz vielen Videos und so. Ja, die fühlt sich hier auch ganz cool. Läuft. Hier oben, das hat auch sehr lange gedauert, bis wir das hingekriegt haben, habe ich mir so ein paar Bilder aufgehängt. Ich finde das voll schön mit dieser Schnur und so. Ja, das war eine Tortur, aber wir haben es geschafft letztendlich, ne? Hier habe ich auf jeden Fall immer so mein Kamerazeugs und so. Wollen wir jetzt mal zum Coolsten kommen? Ja, das Coolste ist auf jeden Fall eine Deko. Und zwar steht die hier. Ta-da-da-ta! Das sind wir beide als Figur. Spaß. Nicht witzig. Aber ich finde die so heftig. Guckt euch das mal an. Das ist echt krass, was da so für Details sind. Also, ich finde es heftig. Die Yeezys. Ich finde es heftig. Ja, dann habe ich hier auf jeden Fall noch eine Orchidee. Die ist auch echt. Und hier sind die wirklich echt? Nee, ne? Nein. Das hier ist ein Fotoalbum. Das hat Bente mir geschenkt, als ich umgezogen bin. Wir haben uns das zusammen angeguckt und geweint. Ich finde das vom Ding her auch voll schön, weil das passt so zur YouTube-Ecke, wisst ihr. Ich kann euch vielleicht mal was zeigen. So sahen meine Zähne früher aus. Warte. Sieht man das? Ja. Heftig, ne? Und jetzt ist meine Zahnspange draußen. Und sie sind wieder schön. Komme ich hier noch zu einer coolen Ecke. Die habe ich vor kurzem erst gemacht. Und zwar habe ich hier richtig viele Bilder hingehängt. Ich wollte eigentlich die Seite auch noch machen. Aber ich hatte keine Bilder mehr. Und ich habe ein kleines Problem. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ihr seht schon, hier sind ein paar Lücken immer. Und hier, die fallen auf jeden Fall alle irgendwie ab. Also ich sammle die immer hier, wenn die abfallen, und klebe die irgendwie wieder rauf. Aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Tipp, womit die besser halten. Aber ohne, dass ich meinen Schrank kaputt mache. Das wäre cool. Ja, finde ich auf jeden Fall schade, weil ich finde das voll schön. Aber die fallen halt leider immer ab. Ich habe ja schon mal ein Video zu meinem Schrank gemacht, deswegen muss ich euch jetzt nicht zeigen, was da drin ist. Außerdem ist es sehr unordentlich, haha. Deswegen klickt einfach mal hier oben, falls ihr meinen Schrank sehen wollt. Okay, tschüss. Okay, kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Ecke. Ja, hier steht auf jeden Fall immer auch meine Softbox, weil die so riesig ist und irgendwie verbraucht die so viel. Was steht denn da? Ja, hier sind auf jeden Fall meine Weihnachtsgeschenke, die habe ich schon ready. Ja, kann ich euch jetzt leider noch nicht zeigen, was da drin ist. Hier habe ich immer so ganz viele Jacken und eine Cat, die ich trage. Ja, sonst habe ich hier nichts. Also hier ist mein Wäschekorb oder Wäschemülleimer, eher gesagt. Und meine Pfandflaschen. Ich bin Pfandflaschensammler, leidenschaftlich, ist mein Hobby. Jo, das war es auch eigentlich schon. Ja, Leute, das war es auch schon mit meinem Zimmer. Also wie gesagt, das ist wirklich nichts krass Besonderes. Aber einige von euch hat es interessiert, wie ich in einer WG hause. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Zimmer. Ich finde es schön hier. Ja, ne? Gemütlich. Im Gegensatz zur restlichen WG. Ja, das ist ein anderes Thema. Liebe Grüße an meine Mitbewohner. Ich liebe euch. War das zu fake? Ja. Man, jetzt denke ich, hasse die. Nein, okay. Falls es euch gefallen hat, das Video, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich sehr gerne auf meinen Social Media Plattformen. Und danke an Hans, den Kameramann. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.